AfD und Rechtsextremismus. Was ist dran an der ganzen Sache, das immer so behauptet wird? Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Servus, grüßt euch, habe die Ehre. Es wird ja immer wieder behauptet, die AfD wäre eine rechtsextreme Partei. Ja, aber jetzt überlegen wir mal. Wer behauptet denn das eigentlich? Das sind die, deren Spektrum schon links ist oder extrem nach links gerückt ist, oder die sich sogar in einem Umfeld bewegen, das eher ökosozialistisch ist. Aber darf man in der AfD überhaupt Mitglied werden, wenn man sowas angehört? Also Mitglied kann man in der AfD nur werden, wenn man der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zusagt und sich in dessen Rahmen auch bewegt. Für das hat die AfD, also die Alternative für Deutschland, ja eine Unvereinbarkeitsliste, auf der viele Organisationen stehen, die im extremistischen Umfeld zu versiedeln sind. Und da ist es egal, ob rechts, links, religiös oder wie auch immer. Solche Leute können bei der AfD gar nicht Mitglied werden. Also, wer behauptet jetzt immer wieder, das ist der Mainstream, der Öffentlich-Rechtliche, das sind unsere Mitbewerber, also CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, wie auch immer, wie schon gesagt, die entweder schon links sind, noch links gerückt sind oder sogar im ökosozialistischen Umfeld zu Hause sind. Und wer behauptet es noch? Ach, ja, der von der Politik instrumentalisierte Verfassungsschutz behauptet es noch. Dann gibt es ja noch eine Aussage, die Alternative für Deutschland ist eine rechtspopulistische Partei. Naja, klar. Wir bekennen uns klar zu Deutschland. Deswegen haben wir auch gegründet. Aber nur so viel, wie sie damals in den 90er Jahren CSU auch zu Deutschland, zu Bayern bekennt hat. Also das heutige Rechts, oder was heute als rechtspopulistisch, rechtsextrem angesehen wird, ist genau das, wo in den 90er Jahren der CDU, CSU selbst noch stand. Also, und wenn man guckt, wer die Alternative für Deutschland gegründet hat, auch ich, das waren ehemalige CDU-CSU-Mitglied. Ich war 17 Jahre Unionsmitglied bis 2010, bis ich die Schnauze voll hatte, bis sie uns verloren haben. Und populistisch oder populär, Populus, das Volk, ja, wir haben Bürger neu. Wir halten unsere Bürgerstammtische, wir halten unsere Infostände auch nicht oder auch außerhalb der Wahlkampfzeiten, sondern immer über das ganze Jahr. Ich halte meine Bürgersprechstunden bei mir im Büro, ich halte Infostände, kann ja jeder nachlesen auf meiner Kreisseite oder bei meinem Kreisverband auf der Seite. Und das ist bürgernahe und das passt halt die anderen Parteien nicht und deswegen waren wir angeblich rechtspopulistisch. Ja, wir sind die Partei, die den Konservativen wieder Heimat geben, die den Leuten, die ja zur Heimat stehen, die Deutschland lieben, auch Patrioten sind bei uns herzlich willkommen. Ich selbst sage mir auch als Patriot, was heißt Patriot? Ich liebe meine Heimat und schätze die anderen. Und der Patrioten hat es noch nie Krieg gegeben, Mord oder sonst irgendwas, sondern immer unter Sozialisten. Und da muss man sich einig sein und wir haben jetzt leider eine links-gelbe oder magenta, ist ja die neue Farbe, eine links-magenta-farbene Regierung, das kann gefährlich sein. Also, alle, die sich von der CDU, CSU nicht mehr vertreten fühlen, die sich von den Freien Wählern, von der FDP nicht mehr vertreten fühlen, die haben bei uns herzlich willkommen. Das ist das, was wir vertreten. Wir vertreten eine CSU zu Franz Josef Strauß Zeiten. Wir vertreten eine CSU, da war Bayern noch stark. Und das werden wir auch in Zukunft weiterhin machen. Und wenn wir deswegen irgendeiner Nazi schimpft oder Rechtsradikale oder wie auch immer. Ganz ehrlich, das geht mir da ein und da wieder aussehen. Weil ich weiß, dass wir alle für das Richtige einstehen. Sollte man einmal einen Idioten dabei haben in der Partei, was übrigens passieren kann, dann wäre die Partei verlassen. Haben wir alles schon gehabt. Aber die Presse stürzt sich natürlich auf so einzelne Personen und hast aber die ganze AfD wäre so. Also die ganze AfD ist so. Also ich weiß nicht, bei SPD-Abgeordneten hat man Kinderpornos gefunden auf dem Bundestagslaptop, schon vergangenen Legislaturen.
war das für eine ganze SPD-Kinderschänder. Eine Frau Künast, die unter den Grünen damals auch noch die Freigabe von Kindersex gefordert hat, sitzt heute auch noch im Bundestag. Ist deswegen die Partei oder sind deswegen alle für Kindersex, glaube ich, eher weniger? Oder ist die ganze CSU, nur weil vereinzelte Millionen gemacht haben mit Maskendeals oder andere Sachen? Nein, nur bei der AfD, wenn einer was verbricht, haben es alle. Nein, haben wir nicht. 99,9% unserer Mitglieder bewegen sich auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und alles, was der Verfassungsschutz, die Altparteien damit machen, ist unsere Beamten Angst machen, unsere Mitglieder Angst machen und so weiter und so fort. Keine Panik, wir sind die Guten und wir bleiben weiterhin für ihn da, wir kämpfen für ihn. Bleibt uns treu, bleibt standhaft, bleibt aufrecht, dann kommt unser Land auch wieder auf gute Schienen. Ich sage danke fürs Aufpassen, war ein wenig ein emotionales Thema. Wenn es Ihnen gefallen hat, unten einen Daumen, vielleicht folgt es mir auch. Und wenn es nichts versammeln möchtet, gibt es also eine Glocke bei YouTube. Ich wünsche Ihnen jetzt, Inka Stefan, Servus für euch und habe die Ehre.